Pakete, die scheinbar von Amazon verschickt wurden, haben mehrere Kunden in Deutschland verwirrt, denn sie hatten gar nichts bestellt. Trotzdem sollen sie Smartphones, Ferngläser, Kameras, Mausefallen oder Sexspielzeug zugeschickt bekommen haben. Das teilte die Verbraucherzentrale NRW mit. Die Pakete kommen nicht von Amazon selbst, sondern über den separaten Marketplace, auf dem sich tausende Händler tummeln, so die Verbraucherzentrale. Die Händler könnten auf diese Weise versuchen, ihre Artikel im Verkaufsranking von Amazon höher zu positionieren, so lautet eine Vermutung. Amazon will dem nun einen Riegel vorschieben. Wir gehen jedem Hinweis von Kunden nach, die unaufgefordert ein Paket erhalten haben, da dies gegen unsere Richtlinien verstößt, heißt es. Verkäufer, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, werden gesperrt. Die Zahlungen werden zurückgehalten und wir leiten entsprechende rechtliche Schritte ein. Die gute Nachricht für alle betroffenen Kunden: Sie müssen die Pakete weder zurückgeben noch dafür bezahlen, sondern können sie entweder behalten oder einfach wegwerfen.